Am Anfang wussten wir nicht genau, was wir machen sollten. Und dann kam uns die Idee, ein Notebook für jeden zu bauen. Ja, also wir haben uns mit dem Design ein wenig beschäftigt, damit es, ja, wie im Bild gezeigt, so aussieht. Da erzählt mein Kollege noch nachher weiteres. Ich erzähle mal was über die technischen Daten. Also das Betriebssystem ist, das drauf läuft, ist Linux, ist gerade am Beamer angeschlossen. Es hat 4 USB-Ports, einen LAN-Anschluss, einen 3,5 mm Klinkenstecker. Wir haben als Grundlage ein Raspberry P3B-Serie genommen und ein 5 Zoll Bildschirm mit einer Auflösung von 800x480p. Ja, das Design ist nicht selbst von uns gemacht, weil es dauerte einfach. Wir haben es versucht, aber wir hatten ein paar Schwierigkeiten, alles anzupassen. Aber er sagt noch die ganze Geschichte. Also, wie er schon gesagt hat, es hätte zu lange gedauert, wenn wir das Design selber gemacht hätten. Dann hätte es sein können, dass es nicht mehr gereicht hat, um es noch auszudrucken. Insgesamt hat es etwa 3 Stunden gedauert, bis das Ganze ausgedruckt wurde, also die ganze Box. Und ja. Wir werden euch jetzt noch mal zeigen, also mal zeigen, wie es dann auf dem Computer aussieht, also Computer. Ja, und jetzt stellt sich die Frage, was kann dieses kleine Ding? Also es ist ein Notebook, aber kleiner dargestellt. Also es hat keine integrierte, also Tastatur. Man braucht eine Bluetooth oder wie bei uns jetzt eine Kabeltastatur und eine Maus. Und man kann es auch an einen Fernseher anschließen als eine Streaming-Box, damit man Filme oder so auf dem Fernseher streamen kann. Oder man benutzt halt als einen Desktop-Rechner und schließt es dann mit HDMI an einen Fernseher an. Jetzt muss es eigentlich auf den Beamer sein. Tja. Ist Schuld der Technik. Ist Schuld der Technik. Ja, also wir, ja, schade, dass es nicht jetzt geht, sonst hätten wir Ihnen noch das Betriebssystem zeigen können. Also damit wären wir fertig. Was?